Willkommen bei Stardew Valley. Hi, ich bin auch dabei. Ja, erstmal raus hier. Unser heutiges Thema ist unser Lieblings-Pokémon. Hä? Fallen die eigentlich noch Pokémon ein? Nee, Teletubby? Pokémon. Meine ich ja. Pikachu, Manda, Shiki und die anderen. Mhm. Ich habe ja übrigens jetzt noch einen neuen Monitor extra. Jetzt schaue ich mal. Jetzt ist das Spiel, jetzt spiele ich immer auf dem rechten Monitor, vorher habe ich immer auf dem linken gespielt. Und ich will mal auf den linken schauen. Und dabei spiele ich auf dem rechten. Ja. Ich gehe jetzt Tiere knuddeln. Aha. Mach das. Und wie viele Tiere? Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war. Wir haben jetzt Monat 3. Ne? Tag 3. Ja, Tag 3. Im Frühling, genau. Opa zählt die Radieschen von unten. Wie? Und uns gehört jetzt direkt der Ruf. Der hat uns doch vorher auch schon gehört. Naja, ich dachte, da hat er vorher noch den Opa gehört und wir haben drauf gewartet. Nein. Okay. Oh Gott. Oh Gott, nein. Wir haben nicht darauf gewartet, dass der Opa endlich den Hof abgibt. Nein, der war unser. Der hat uns nur nochmal besucht. Ach so, okay. Was ein bisschen gruselig ist, finde ich. So. Ich kann natürlich den Hof ja nicht mehr einfordern. Er liegt ja jetzt mal für immer und ewig und endgültig. Du bist echt jeder, der hat uns den geschenkt aus freien Stücken. Du sagst, wo alte Menschen hingehören. Oh, heute hört er nicht zu. Er hat gute Laune aufgrund des schönen Wetters. Oh, das alles ist so leer. Wie sieht denn unser Stall aus? Das sind ja überall Eier. Ich würde sehr gerne mit dir was machen. Du bist heute Chef. Was machen wir heute? Gute Frage. Es ist Mittwoch, also einkaufen können wir nicht. Aber wir könnten das glückslos entscheiden lassen, ob wir heute in die Höhle gehen oder angeln. Oder Geschenke verteilen. Oder... Also das Feld ist bestellt und alles andere ist offen. Naja, ich mache ja noch die Hühner. Na gut. Aber das ist heute eine eher ruhige Folge. Ist ja auch mal okay. So. Ich weiß noch gar nicht, was ich machen will. Hier ist einiges mich offen geblieben. Ja, die Tiersachen haben wir ja jeden Tag ernten, sollte man noch machen, wenn man hier reich werden will. Ansonsten müssen wir immer mal wieder gucken, dass wir uns Iridium beschaffen, ne? Ja. Ich baue jetzt noch ein bisschen Knoblauch an. Ich hoffe, man hört mich, denn das neue Mikro ist leider noch nicht da. Da müssen wir noch ein ganz bisschen warten. Naja, ich kann ja mal ein bisschen lauter stellen. Ja? Ja, sieht besser aus. Im Moment sind ja Lieferverzögerungen, deswegen müssen wir noch ein bisschen warten, bis die Gegenstände alle ankommen. Und dann hoffe ich auch, dass das mit Skype auch alles Mögliche funktioniert. Dass auch das neue Mikro nicht übertönt wird, wie das alte Mikro. Weil das alte Mikro war ja direkt ein Headset. Und ich habe ja allerdings selber ein Mikro. Und was soll ich sagen? Das ist was anderes als ein Headset. Wo ist denn der Unterschied? Erklär doch mal. Ein Headset ist quasi mit Kopfhörern, womit man auch telefonieren kann. Und ein Mikro ist nur ein Mikro, wo man reinspricht. Es hat quasi auch eine ganz andere Tonqualität. Oh Gott, unsere Katze hält sich wieder für Godzilla. Auch mit weniger Rauschen und so weiter. La, la, la.
Ich ernte gerade unser Bier. Davon haben wir so viel. Ah, la 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 la. Ach ja, wenn es wirklich so einfach wäre. So ein paar Fässer, da stopft man ein paar Pflanzen rein. Beim nächsten Tag ist man reich. Oder? Ja. Würdest du auf dem Stardew Valley Hof arbeiten, auch wenn das hieße, du arbeitest jeden Tag 23 Stunden? Nö. Also ich würde drüber nachdenken. Wahrscheinlich würde ich es machen. Irgendwann ist mir doch meine Freizeit. Ich möchte auch mal ein bisschen Freizeit haben. Hi. Ja, aber hier sieht man sofort, was man schafft und was sich lohnt. Gehen wir in die Höhle, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja. Ja. Ich fahre schon mal vor. Ich muss mir noch einen ganz kleinen Abstecher machen. Soweit ich das noch in Erinnerung habe, müsste beim Schmied was fertig sein. Ich habe da meine Axt abgegeben. Irgendwie war mir so, dass der mir schon gesagt hat, ich kann sie holen. Mhm. Unsere kleine Miau Miau, die ist gerade so ein bisschen in Spiellaune. Ich hoffe, sie stört jetzt das Let's Play nicht zu doll. Aber wir lassen uns mal überraschen. Ja. So. So, mal gucken, kann ich noch was anderes verbessern? Super. Treffen wir uns in der Höhle? Oh, ich bin auf dem Weg. In der normalen oder in der fiesen Höhle? Wir bauen einen Dino-Eier, oder? Ja, eigentlich schon. Also willst du in die fiese Höhle? Ich bin schon auf dem Weg. Okay. Ich habe diese Glückskürbissuppe dabei, ich kann die ja nehmen. Dann haben wir mehr Glück in der... Oh Gott, den kann ich mehr reden. Ich auch nicht. Mehr Glück in der fiesen Höhle. Ich habe ansonsten nichts zu essen mit und du? Ich auch nicht. Ich habe übrigens nicht diese komische Dings für die Regenwürmer bei. Ja, ist nicht so schlimm. Also wenn wir in die Höhle wollen, müssen wir sowieso so schnell wie möglich. Wir müssen Level 14 oder Level 16 hin. Ich weiß nicht mal, ob wir einen Glückstag haben. Oh Gott, unsere Katze will spielen. Ich hab die. Was ist meine Hilfe? Geh nicht ohne mich. Na komm mit, wir wollen noch die wertvollen Sachen, die gibt's nur unten. Lass mal den Billig-Scheiß. Jetzt nee. Wirklich. Haben wir ja schon. Gold würde sich lohnen. Ich habe ein Loch gefunden. Spring mal bitte mit mir ins Loch. Jetzt haben wir Gold. Ins Loch. Ja, hier reinspringen. Wir sind hier da eben hinuntergefallen. Glaube ich auch. Du auch? Ich bin eben 8, ja. Also die Löcher, die sind gut. Man springt da viel tiefer. Es kann aber sein, dass du Lebenspunkte verlierst. Ich muss sowieso mal was essen. Die aber bitte nicht so oft essen, weil die bringen Glück. Ja, die kannst du nicht wegräuchern, wegessen wie wie Lutschbonbons. Dafür sind sie viel zu teuer. Wo ist denn die Treppe? Vorsicht. Diese komischen Viecher, diese Käfer, die kannst du nicht besiegen. Den geh lieber aus dem Weg. Echt jetzt? Warte mal, vielleicht ist die Leiter hier vorne. Nein. Ach, das ist ja wie Tetris dann. Du bist ja schon wieder voll. Ich? Nee. Wir müssen die Leiter finden, so schnell wie es geht. Aber es ist schon 19:20, wir sind viel zu spät los, weißt du das? Ja, du, ich habe mein Zepter dabei. Nicht, ich meine nur, weil wir Geld bezahlen und bisher haben wir so gut wie nichts hier drin gemacht. Leider. Ja. Ich komme.
Achtung, auch vor den Mumien musst du dich in Acht nehmen. Welche Mumien denn? Die sind manchmal. Leider. Schnell rein mit uns. So. Wenn du was isst, dann musst du gucken, dass es keinen Effekt hat, weil oben ist sonst das Glückssymbol weg bei dir. Wenn jetzt die Fischsuppe ist, kann es sein, dass oben dieses goldene Symbol... Naja, ich habe jetzt nicht anderes bei. Hm, das ist blöd. Achso, ich habe keinen Magnetring mehr, deswegen ploppt das nicht gleich ins Inventar. Und diese Schleime kannst du besiegen, die können Iridium fallen lassen. Warum kämpft der schon wieder in die falsche Richtung? Weiß nicht. Meine Güte. Vielleicht ist deine Maus nicht so schnell. Und wo ist denn jetzt hier? Auf jeden Fall können wir im Fahrstuhl. Ja, ich hab sie. Dann gehen wir mal tiefer. Funktioniert das Zept auch hier drin? Ja. Das ist auch sehr gut. Da kann man sich hier schneller verkrümmeln. Was machst du denn da hinten? Ich mach die großen Schleime weg. Du bist ja schon wieder im Kampfmodus. Ich sag doch, die Schleime können Iridium fallen lassen. Nimmst du den kleinen Schleim? Nimmst du den kleinen da oben? Der Doktor, er ignoriert mich mal wieder. Geht nicht, weil... Du Schatz, der, ich denk... Oh, Mann! Dann geh weg und heil dich. Ist das nervig. Dann geh weg und heil dich. Weil der auch ständig in die falsche Richtung haut. Hier ist ein Loch, da können wir rein. Wo? Da unten. Ja. Falls du kaputt bist, heil dich vorher. Ja, ich hab noch. Ich bin geheilt. Meine Güte, ich habe ein Loch. Ja. Hallo, schwarzer Bildschirm. Man muss nicht immer auf dich warten. Weiß ich nicht. Sag nicht, ich stütze jetzt ab bei dir. Oh shit, ich muss mal verlassen die Mine, weil ich gehe sonst drauf. Okay. Außerdem ist 0.20 Uhr. Ja. Wir müssen zurück. Oh, das war so knapp. Das war sowas von knapp. Ich bin kurz vor tot. Und neben unserer Haustür stand noch ein Monster. Oh Gottchen. Ja, wirklich. Oh mein Gott, war es knapp. Aber wir haben einiges eingenommen. Wir sind doch nicht so bleibe wie gedacht. Ich habe ein paar schöne Gegenstände mit. Echt? Die ganzen Erze sollten wir einschmelzen. Ja, ein paar Erze, ein paar hier, ein bisschen da. Tag 4 im Frühling. Soll ich dir noch mal ein bisschen Essen zusammenstellen, dass du nicht wahllos irgendwas mitnimmst? Ja, ich muss mal die Fischsuppe hier wegmachen. Na, mal gucken. Und Kürbissuppe? Auch. Oh. Die Kürbissuppe brauchst du für die Höhle. Die bringt dir mehr Glück. Ach so, erst ja, dann nicht. Ich sag nur, du sollst sie nicht wegschlürfen. Aber ich nehme die Matrosenteller mal mit. Also Angeln plus bringt dir ja nichts, weißt du? So. Hei. Und die Kohle, die kommt auch weg. So, ich würde vorschlagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ja. Bis dann, noch viel Spaß und tschüss. Tschüss.